Mein Name ist Mira Schmidt von der Firma BCC. Bin ich bei Familie Jersey? Ja, das bin ich. Schön, dass es erreicht. Es geht darum, Sie haben ja in der Vergangenheit bereits Ihren Stromanbieter gewechselt. Damals hatten wir Ihnen versprochen, dass wir uns sofort bei Ihnen melden, wenn wir Ihre Energiekosten senken können. Da haben wir jetzt grünes Licht bekommen. Deshalb schauen wir nochmal gemeinsam nach, was wir da Gutes für Sie tun können. Ihre Okay, Sie, Postleitzahl warten ist Sie mal, Sie jetzt haben grünes Licht bekommen? Von wem? Ich komme gerade nicht mit. von Ihrem Postleitzahl, weil jede Postleitzahl seine eigene Ach, Preise hat. okay, jetzt. Tut mir leid. Jetzt habe ich es verstanden. Kein Problem. Es wird ja jetzt, also der hauptsächliche Grund, warum wir anrufen, ab 1. Januar werden ja die EEG-Umlagensteuern sich erhöhen und alle Anbieter werden die Preise erhöhen müssen. Das sind staatliche Steuern. Damit sie auch nicht so stark belastet werden, haben wir in dem Postleitzahlbereich gute Tarife anpassen lassen. Das wollten wir Ihnen vorstellen, eigentlich von der bundesweiten Energieberatung. Okay. Und Was Sie sind haben Sie da denn von für einen Abschluss? offizieller Stelle von der bundesweiten Energieberatung, haben Sie gesagt? Wir arbeiten mit sehr vielen Anbietern zusammen, richtig? Ach so, okay. Ja, was brauchen Sie denn oder wie läuft das Was ab? bezahlen Sie denn oder was verbrauchen Sie? Wissen Sie das? Nee. Wissen Sie nicht. Also nicht Okay. auswendig, müsste ich nachschauen. Ja. Hätten Sie da Zeit? Ja. Ich muss mal hier. Okay. Ich habe ja zum Glück alle meine Unterlagen sauber geordnet. Also Hört das sich ja heißt super an. alles in eine Kiste geschmissen. Aha, okay. Aber da wird das wird da schon irgendwo drin sein. So, dann hole ich die mal aus dem Keller. Gut, hören Sie mich noch? Ja. Ah super, dann geht auch die Verbindung bis in den Keller. Ja, nee, also dann hole ich jetzt, ich habe hier die Kiste, dann nehme ich die jetzt wieder hoch ins Arbeitszimmer. Okay. Nee, aber ich hab das auch schon mal in den Nachrichten gehört, beziehungsweise Mit den Steuern, gelesen. ne? Ja, Ja. genau, das Strom, das ist ja jetzt, weil, hier mit dem, das hat ja mit dem Syrienkrieg zu tun, ne? Das stimmt. Ja. Was haben wir damit zu tun? Aber es ist leider so. Es ist leider so. Normalerweise war das ja jedes Jahr das gleiche. Also immer das Ja. gleiche Thema. Ab 1. Januar oder maximal im Februar haben die alle Anbieter die Preise erhöht. Aber diesmal ist ein bisschen heftig. Das heißt, da kommen auf die Arbeitspreise maximal, also bis 3 Cent drauf. Also das ist wirklich Hammer jetzt. Diesmal ist es sehr, sehr Ja, teuer. 3 Cent. Ich meine, das war ja, letztes Jahr waren es ja nur 2 Cent. Und 3 Cent, das sind ja fast 50% mehr. Ja, Das geht ja ist nicht. so. Okay. Kann man, Sind Sie da bei EWE? muss man diese Umlagen zahlen oder kann man sich da auch wie bei GEMA einfach entschuldigen lassen? Das sind ja staatliche Steuern. Leider Gottes müssen wir das jetzt zahlen. Okay. EEG-Umlagensteuern und also leider. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht. Okay. Das ist es aber so, also mein Mitbewohner muss ja auch, der hat das ja mit zu entscheiden, was wir da machen. Dann, ich glaube, der ist gerade bei der Arbeit oder so, aber ich kann ihn mal, mein Handy ist ja intelligent, ich kann ihn einfach mal hier in den Anruf hinzufügen, dass er auch gleich Bescheid weiß. Warten Sie mal kurz. Kann er mithören? Ja, Konferenzanruf. Wissen Sie, was das Ach ist? so, sehr Ja. intelligent. Ja. Intelligent mit Okay. H. Okay. Ja, ich schreibe ihm bei WhatsApp kurz an, ob er kurz Zeit hat, darüber zu reden, weil Ist ich meine, da geht's ja der um. denn Anspruchsinhaber oder? Wir sind, also wir haben den Mietvertrag, er ist mein Mitbewohner, ne? Mietvertrag geht zusammen und das heißt, alle Ach so, Entscheidungen, okay. die wir bezüglich des Hauses treffen, sind 50-50 aufgeteilt. Wir können Aber ich das ja glaube, so der machen. Vertrag läuft auf meinen Wann Namen. Ah, ist er der hat mir denn zu Hause? geschrieben. Also, Okay. er ist gerade noch in einem wichtigen Meeting, in der Teambesprechung, also TS kurz. Ja. Aber er hat gesagt, die geht nur noch 2, 3 Minuten, dann kommt er. Okay. Das Wir heißt, können dann das ja würde auch ich ihn so in zwei, machen. drei Wenn er Minuten. zu Hause ist, dann kann ich ja nochmal anrufen. Dann können wir gemeinsam Nee, sprechen. ich füge ihn gleich hinzu, ein paar Minuten. Das ist überhaupt kein Problem. Ich meine, der ist beim Vater Staat angestellt, der arbeitet sowieso nicht.
Okay. Also theoretisch schon, aber er sitzt halt nur rum und browst die ganze Zeit im Internet, so wie ich das verstanden habe. Ja, aber noch ist er in der TS, also der Teambesprechung. Ich kann ja schon mal ich habe jetzt die Kiste hier, dann würde ich das suchen. Wie sieht es denn aus, was ich finden muss? Das ist entweder eine Jahresendabrechnung von letzten Jahr Okay, oder? oder Sie sagen mir, was Sie bezahlen monatlich. Also könnte ich auch anhand einer Jahreskontoauszugs finden. Ja, stimmt. Ah, schlau. Wenn es abgebucht wird, dann steht das ja auch bei der Kontoauszüge drauf. Ja, genau, das meine ich ja. Gut, dann suche ich hier. So, tut mir leid, ich bin ein bisschen unordentlich, deshalb geht das jetzt nicht so super schnell. Kein Problem. Naja, ich lasse die ja jetzt warten, das ist ja unhöflich. Nee, ist kein Problem. Ist ja unsere Aufgabe. Zu warten. Das Warten für die Kunden Zeit haben, weil wir kriegen ja auch selber Anrufe rein und dann erzählen die, was die Probleme haben. Und es ist ja nicht nur Strom und Gas bei uns, sondern auch So, auch so wenn die Seelsorge, Eigentümer dass man sind, ihnen ihre Heizungen. Probleme erzählen kann. Eigentlich, wir fangen immer mit Strom an und dann geht das Gespräch in die private rein, ist klar. Wenn Ach man so. zum Beispiel Kinder hat oder Interesse hat, die man gemeinsam darüber sprechen kann, warum denn nicht, ist kein Problem. Ah, das finde ich aber gut, dass es eine lockere Atmosphäre ist und nicht irgendwie so zack, zack, militärmäßig, Triller, Nein. Pfeife, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein. So sind wir nicht. Das ist ja gut. Ja, Sind Sie okay. bei der Grundversorger EWE Vertrieb AG? Was ist das? Das ist der Stadtwerk in dem Ort, wo Sie wohnen? Nein, was ist ein Grundversorger? Grundversorger ist ja die Stadtwerke in dem Ort. Oh, Also Grundversorger ich glaube, das weiß mein versorgt ja. Mitbewohner. Das ist der müsste Ach ja gleich so. kommen. Das steht ja auch in dem Kontoauszug auch drauf. Ah, okay. Ja, dann wissen wir Wer es ja gleich. abbucht, ist ja Ihre Anbieter dann halt. Ja. Genau. Okay. Okay, ich habe hier was von E.ON, aber das kann eigentlich nicht sein. E.ON. Ja. Wieso kann das nicht sein? E.ON ist ja auch Ah, ein Anbieter. ich lese es mir gerade durch. Ah, okay. Ich weiß, warum es nicht sein kann. Datum ist falsch. Da haben wir noch gar nicht hier gewohnt. Das ist noch von dem alten, wo wir davor gewohnt haben. Das heißt, das ist nicht das aktuelle. Jetzt. Okay. Warten Sie mal. Ich könnte auch, ich habe ja so Online-Banking-Verifikation. Das heißt, ich kann da auch einfach gucken, was die letzte Abbuchung war. Ja. Okay, dann fahre ich kurz meinen PC hoch und logge mich da ein und gucke danach. Okay. Dann gehe ich mir einen Kaffee holen. Darf ich? Okay, ja, natürlich. Okay. Hallo? Hallo, jetzt, Hallo. er ist dazugekommen, endlich. Er hat seine TS fertig gemacht, und ist jetzt da. Ja, hallo, guten Tag. Das ist Ich der bin der Florian. Mitbewohner. Der Florian. Hallo, Florensen. bin ich im Himmel? Nee, wieso? Zwei Männer auf einmal? Oha! Ja, klar. Einer vorne, einer hinten, ne? Okay. Ja, das können wir arrangieren. Wie Schön. alt sind Sie? Genau. Ich? Oh, ich bin eine alte Frau, 40. Ja, egal, Kuga, Mann. Doch. Leopardenunterwäsche, dann geht das. Jawohl, so ist es. Du Schlingel. Okay. Es Aber ich geht um glaube, Ihre das. Ja, Energiekosten. ich glaube, das ist keine gute Idee, jetzt einen Dreier zu machen, weil wir beide müssen ja noch weiter zusammen wohnen. Das wäre dann ein bisschen awkward, ne? Ich meine, solange sich die Balls nicht touchen, ist es nur Homo, aber danach muss man halt aufpassen, ne? Okay, so, zurück zur Warum waren Sie denn Energie. so lange weg? Haben Sie sich ein Doppel-Espresso mit super dreifach Milchschaum gemacht, oder? Nein, ich habe zwar einen Kaffee geholt, aber habe ich auch mir ein Gummibärchen geholt noch dazu. Ja, nicht Süßes fett muss werden, irgendwie bevor dabei. wir. Ja, was Süßes muss immer dabei sein. Ja, man muss Ja, sich auch mal Sie gönnen. haben doch uns, wir sind doch was Jawohl. Süßes. Ach, die sind sowieso süß. So, So. wer bezahlt Strom? Wie viel bezahlt Strom? Ja, also wir. Habe ich gerade geguckt, das geht von unserem zusammen, also wir haben ein Mietkonto zusammen, da überweisen wir auch immer die Miete und so hin und davon geht es ab, das Konto läuft auf meinen Namen primär. Da habe ich auch gerade Okay. geguckt, ne? Also ich bin gerade, der PC fährt noch hoch, weil er noch Ach Windows-Updates so. macht, aber. Das läuft aber nicht, also es ist aber nicht in Miete drinne, Nee, nee, das Strom ist bei extra, deshalb müssen wir separat. Miete und Strom Okay. bezahlen. Ich würde lieber nur Okay. Miete Gas haben. bezahlen. Hallo, sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da. Okay, gut. Florian ist auch noch da, weil gerade war so ein. Ja, Ah, ich bin gut. noch da. Ja, war gerade so ein Alles klar. Geräusch, dass irgendwie wieder weg ist. Okay. Gas haben Sie nicht gehabt, ne? Es war nur Strom bei Ihnen. Ja, wir haben so einen Bunsenbrenner. Aha. Für Crème Brûlée. Also nein, die Antwort ist nein. Wir haben keinen. Sie meinen wahrscheinlich Gasanschluss, ne? Dass es aus der Wand Ja, kommt. das ist entweder im Miete drin oder sie heißen mit was anderes. Mit Strom kann ja auch Ja, es sein. ist gleich in der Miete drin. Also, wir haben die Option, Gas zu heizen, aber es ist gleich Mitte drin. Okay, ah, ich hab's gefunden. Das sind jetzt 75 Euro gewesen. 75 Euro bezahlen Sie. Und Also ist das Monat, nicht Jahr. EWE jetzt oder? Nee, Wer das bucht bei ist. Ihnen ab? Warte mal, Florian, du wusstest es, ne? Wir haben nichts geändert, oder? Das ist hier der Nee, wir Standard. haben nichts geändert. Okay, dann müsste es ja der Grundversorger sein. Also EWE. Ja, natürlich. Okay. Also 75 Euro, das macht jetzt 2200 Kilowattstunden Verbrauch. Ja. Das ist ja eigentlich normalerweise für zwei Personen eigentlich gut. Ja, Wenn Sie danke. natürlich keinen Stromfresser zu Hause haben, die sehr viel Strom, was heißt Strom fressen? Alte Geräte in der Küche oder Warmwasserboiler, Durchlauferhitzer im Bad? Ja, also der Florian hat noch eine PS3, die ist ziemlich Ja, veraltet. richtig. Die wird auch immer so heiß, Alt? deswegen. Ja, das ist veraltet, aber ich glaube, wenn das würde man ja merken, wenn das einen Unterschied machen würde auf der Rechnung, Ja. oder? Okay, dann schauen wir mal die Tarife in dem Ort. Also es wird, wie gesagt, Sie haben das ja auch im Nachrichten verfolgt, nicht mehr so aussehen, wie Sie jetzt haben. Das heißt, es wird teurer. Ja. Und damit Sie auch nicht so stark belastet werden, haben wir ja ein paar Tarife anpassen lassen in dem Ort. Das wollte ich Ihnen vorstellen. Das eine ist, einen Moment, gehe ich mal sofort rein. Mein System ist auch nicht gerade der Beste heute. Der Also da hätten Beste. wir einmal die Firma Stadtwerke Pforzheim und einmal die Schweizstrom. Das sind alles Stadtwerke und eine Schweizstrom. bietet Ist das dann Schweizstrom auch. ist Partner. Hätte man dann ein Nummernkonto Schweizstrom. oder ein normales? Bitte nochmal. Hätte man dann ein Nummernkonto so anonym oder ist das ganz normal? Schweizstrom ist eine Stadtwerke in Schweiz, kommt ursprünglich vom Schweiz und Partner in Deutschland mit EnBW, also der Grundversorger in Baden-Württemberg. Und das ist auch Okay. 100% reiner Wasserkraft, also Ökostrom ist das. Und zwei Jahre Also Preisgarantie bietet Ökos die ist ja so Firma. meistens so Abfall oder schlechte Qualität. Kann man da auch normalen Strom nehmen? Normalstrom hat Schweizstrom nicht. Also da hätten wir Stadtwerke Pforzheim vielleicht. Und da wäre der gleiche Kilowattverbrauch 65 Euro im Monat. Da sind aber Boah. jetzt, wie gesagt, inklusive diese kommenden Steuern schon drauf. Okay, ja, Florian, was denkst du denn davon? Ja, welche Anbieter gibt es denn noch? Also im Moment, wir haben sehr viele, aber die haben noch nicht mal die Tarife anpassen lassen für nächstes Jahr, weil da kommen ja noch was drauf zu. Deswegen, wenn ich Ihnen das anbiete, dann hört sich das super günstig an, aber da kommen ja noch die Steuern drauf. Okay. Dann deswegen wollte ich Ihnen das nicht anbieten. Also Aber im das Moment haben ist. wir Wie nur die wär's denn? beiden. Das ist doch, Nur Sie haben doch welche gesagt. beiden? Welche? Nee, welche Das ist beiden? Schweizstrom Schweizstrom, und. Stadtwerke Pforzheim. Ja, Sie haben ja gesagt Ja. mit Steuern, ne? Wenn Schweizstrom aus Schweiz ist, dann kann man ja da einfach die Steuern hinterziehen, oder? Funktioniert das? Das ist so, Also, eigentlich, ich wenn wäre Sie für die meine. Stadtwerke. Also für Stadt. Wollte ich gerade sagen, Stadtwerke, weil da haben Sie super Kundenservice und Vertrauen natürlich. Und bietet auch 3 Jahre Preisgarantie. Das heißt, Sie werden dann 3 Jahre lang den gleichen Konditionen erhalten. Weiß nicht. Ja. Also ich bin mehr so der Fan von Schweiz. Können wir es nicht? Kann man nicht beide nehmen? Ich meine, eine Beides Steckdose hat nehmen. ja zwei Löcher, dass dann einer von dem einen, der andere von dem anderen. Ja, stimmt, das könnte man eigentlich machen. Geht Ich das? meine, Also bei. jeder von uns hat ja quasi 50% Entscheidungsrecht. Wenn Ja, dann der eine okay. Strom von den Stadtwerken dann nimmt und der eine dann von dieser Schweizer Firma, ja, Sie können wir haben es ja nur eigentlich so einen machen. Zähler. Sie haben nur Ja. einen Zähler. Da kommt nur eine rein. Kann man nicht einen Ja, zweiten Zähler kaufen? Wie viel kostet der? das müssen Sie mit Ihrem eigenen Versorger sprechen. Gehen Sie zu Da kann man EWE doch im und sagen Sie. Baumarkt, ich habe die mal im Baumarkt gesehen, da kann man einfach einen zweiten Zähler dran machen, oder? Nein, 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 Aber nein. wir haben Sie ja brauchen auch, sowas nicht. also was ich jetzt nicht so ganz Weil nachvollziehen Sie. kann, in der Ja. Steckdose sind ja. Hallo? Nochmal? Ja? Ich bin noch da. Einer ist weg, glaube ich. Ah ja, ich sehe es gerade hier, der ist da.
Hallo, geht die Verbindung wieder? Ah, super. Ah, Nee, ja, weil hier. in der Steckdose sind ja zwei Löcher quasi. Ja, also meinst du das Ja. rechte Loch? Das ist bei Steck, Ihnen würde ich genau. auch das rechte Loch Steck, nehmen, wenn wir Steck. jetzt nochmal auf den Dreier zurückkommen. Steckdose ja, aber der Zähler, Ihre eigene Versorger hat ja nur einen Zähler gebaut. Deswegen kann nur ein Anbieter Sie beliefern mit Strom. Okay. Wie ist es denn? Also unsere Nachbarin, das ist so eine alte Oma, die braucht ihren Zähler doch gar nicht. Können wir nicht deren nehmen? Dann müssen Sie das extra separat bezahlen. Das ist auch Zwei doof. Abschläge haben Sie dann. Aber weil wir ja dann zwei sind, teilt sich das ja auf, weil wir einen geringeren Stromverbrauch dann haben. Also jeder Weil Sie einzeln. dann Aber weniger Strom. gibt's nicht so Ja. Basiskosten jeden Monat, die man dann doppelt zahlen müsste? So Grundkosten oder wie das heißt? Grundpreis. Ja, genau. Die müssen wir ja dann zwei Grundpreise zahlen, wenn wir das Ja, aufteilen. genau. Also das ist ja die Miete für Zähler und jeder Zähler hat seine eigene Miete. Dann müssen Sie ja Ach, wir müssen doppelt auch noch bezahlen. Miete Das für den stimmt. Zähler. Wir bezahlen doch schon normale Miete. Der Grundpreis ist Miete vom Zähler. Sie bezahlen diese Miete vom Zähler. Okay. Das ist zwar lächerlich, aber ist leider Ja, so. find. Also echt. Ja, Kann man das den nicht ist so. einmal kaufen und dann keine Miete mehr zahlen? Nein, Aber wenn man nein. doch in die Luft, also in New York bauen ja die ganzen Leute die Häuser in die Luft, weil in die Luft muss man ja keine Miete bezahlen. Können wir einfach einen oben drauf setzen? Sie haben aber Vorstellungen. Ja, das ist ja Also ich logisch. frage nur, was hier steht oder was wir machen können. Achso, Sie lesen einfach nur irgendwas ab. Oder wie? Nee, ich bin. Also, was ich eben gesagt habe, kann ich ja nicht ablesen, oder irgendwo? Dass ich im Das Himmel wissen wir war und nicht. so. Achso, das, ja, das Flirten nicht. Nein, natürlich nicht. Das Nein, liegt ja an unserem das ist. Charisma, Nein, aber. nein, 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 nein. Es ist so, ich schließe nur die Preise ab, natürlich, weil jeder Anbieter hat hier seine eigenen Dinge und Ah. jeder Anbieter hat hier seine eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die arbeiten anders. Und ich kann im Moment jetzt die beiden haben. Wir können das ja auch so machen, wenn ich was Gutes oder was Besseres reinbekomme, dann melde ich mich nochmal. Also ich Weil würde wir schon haben das noch mit Firmen. der. Ich habe eine bessere Idee. Das ist ja, ich bin ja für Schweiz und Florian ist ja für die dumme Option. Stadtwerke, Bin für die ja. gute. Ja, wir werfen Okay. einfach. Ich habe hier eine Münze. Okay, Kopf, ich gewinne, Zahl, er Ich habe ja verliert. auch eine. Also, Ich werfe jetzt die Münze. nein, warte. Und. Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ach so, ach so. Kopf, ich gewinne, Zahl, du verlierst. So ist es, Kopf. Also, wir nehmen Schweiz. Schön, dass wir das demokratisch entschieden Warte, haben. ich konnte es aber nicht sehen. Schick dir ein Foto bei WhatsApp. Nee, das kannst du ja auch bearbeiten. Du musst ein Video machen. Ach so, Du musst ja. jetzt nochmal. Nee, du, weißt du was? Du wirfst einfach die Münze. Okay. Kopf ist meins, und Zahl ist deins. Okay, Moment. Aber mach fair. Aua! Hast du deinen Kopf getroffen? Ja. Oh Mann, Flo. Ja, ich So, hab was ist jetzt es? Kopf. Okay, also wir nehmen die Schweizer Käse, Leute. Ja, Schweiz. leider. Ja. Ja. Also Sie haben gewonnen. Dann Ja, ich hab schaue gewonnen. ich mal rein. Der Einen Klügere Moment. gewinnt, Schweiz das weiß Strom ich. 85 wäre der Jahresbetrag. Ah, da kann ich Ihnen was Gutes auch sagen. Warum? Weil 685 Euro wäre das jährliche, was Sie bezahlen können oder müssen. Okay. Und wenn ich das in 12 teile, ist das ja schon 57 Euro mit den neuen Konditionen. Das hört sich doch besser an. Ja. Kann man dann noch feilschen? 2.200? Nee, leider nicht. Sonst hätte ich das auch bei mir machen können. Ach so. Also, wie gesagt, der Verbrauch Ja, ist mit Ihnen 2.200. feilschen, mit dem Dreier, das machen wir ja nachher, wenn das Ganze businessmäßig geklärt ist, ne? Genau. Das machen wir zum Schluss. Das Ja, ist die zum Schluss. Krönung dann. Okay. Also 57 Euro wäre der Abschlag und zwar 2 Jahre Preisgarantie bietet dieser Anbieter und Ja. Vertragslaufzeit auch 2 Jahre. Vor Ablauf werden Sie dann nochmal angerufen mit neuen Konditionen, neuen Tarifen, ob Sie dann möchten oder nicht, das ist alles Ihnen überlassen. Okay. Und da bietet, also Schweiz Strom, muss ich mal schauen, es ist 100% reine Wasserkraft, wie gesagt. Keine Umstellungskosten, keine Vorauszahlung, keine Kaution, gar nichts. Und das Beste ist, Sie machen erstmal nichts, bekommen die schriftlichen Unterlagen zugesendet in Form einer Auftragsbestätigung mit Widerrufsrecht. Wenn Sie sich dafür entscheiden sollten zu wechseln, wird auch Schweiz Strom die Kündigung in Ihrem Namen übernehmen. Ah, das heißt, ich muss, wir Also Sie müssen machen das dann nicht gar machen. nichts. Gar nichts. Also wir müssen jetzt gar nichts mehr machen.
Ja, dann. Nein, ich meine, wenn Sie sich dafür entscheiden, natürlich brauchen Sie gar Wow. nichts machen. Alles andere machen die Anbieter unter Ja, sich okay, aus. Sie dann werden nur entscheiden wir einen uns Post hiermit. erhalten. Ja, dann entscheiden wir uns hiermit dafür und müssen nichts mehr machen. Toll. Richtig. Wo waren wir stehen geblieben bei? Er hatte gerade die Münze geworfen. Und wir haben uns für Schweiz entschieden. Genau. Für Schweiz entschieden. Okay. Was war nochmal der Abschlag bei Ihnen aktuell, was Sie normalerweise bezahlen? Um die 70 €. Circa 70 € war das. Einen Moment. So, dann muss ich mal schauen, ob da was irgendwas geändert hat, weil bei uns ändert sich tagtäglich irgendetwas mit den Tarifen. Oh, dann müssen wir es ja vielleicht am Ja. effektivsten Tag machen. Was ist denn dann? Ist es so wie bei der Börse, dass da ein Mittwoch besser ist als ein Dienstag? Nicht besser als Dienstag, aber ja, kommt drauf an. Also schon. Wir arbeiten ja mit sehr vielen Anbietern zusammen und auf einmal bekommen wir neue Tarife rein, die Okay. vielleicht besser sind oder schlechter natürlich, kann man nicht wissen. Ja, schlechter wollen wir Deswegen, nicht. nee, auf jeden Fall nicht. Das war Okay, also gut. Schweiz, okay. Ja, gucken Sie Bei mal, ob es was Schweiz nur. Besseres gibt. Mensch, das ist ja komisch. Ja, dann müsste man doch eigentlich irgendwie über einen bestimmten Zeitraum das monitorisieren mit dem Monitor und dann gucken, was das Beste ist, oder? 2100 Kilowatt Verbrauch haben Sie. Sie sind ja zu zweit und das passt auch ganz gut. Und Ja, wir passen ganz Schweizstrom gut, danke. sieht im Moment immer noch ganz gut aus, weil das gleiche Kilowatt Verbrauch kostet hier 55 € im Monat. Okay. Also was Besseres habe ich im Moment nicht als Schweizstrom. Ja, war das Und jetzt Ökostrom oder nicht? das war 100% reine Wasserkraft bei Ach so, Schweizstrom. ja, Wasser ist ja nicht. Solange es nicht Und Solar ist, weil ja, man 2 Jahre Preisgarantie und Vertragslaufzeit bietet diese Aha. Firma und es ist auch die Partner von EnBW, ist ja Grundversorger von Baden-Württemberg. Ja. Und ganz, ganz wichtig für Sie gibt es keine Umstellungskosten, keine Vorauszahlungen, keine Kaution. Und Okay. das Beste ist, Sie bekommen erstmal schriftliche Unterlagen zugesendet in Form einer Auftragsbestätigung mit Widerrufsrecht. Sie bekommen das erst per E-Mail. Und dann in den kommenden Tagen auch per Post natürlich die ganzen Unterlagen. Okay. Ich habe nur Und eine das Frage, lösen Sie. wenn das so Bitte. ökobewusst ist, wenn nachdem die das Wasser für den Strom verwendet haben, wo schmeißen die das weg? Weil nicht, dass sie es dann irgendwie ins Meer leiten oder so. Das will man ja nicht, da hat man Bei ja Schlechtes Schweißstrom. von gehört. Ja, es gibt ja immer wieder so Skandale von Firmen, die ihren ganzen Ach Abfall so. ins Meer leiten und da wollen wir das natürlich nicht. Ja. Sie, also das Land Schweiz ist ja sowieso einfach, also Sie sind selber Öko halt und Ja, die achten sehr natürlich. drauf auf sowas. Wenn Sie auch selber im Internet recherchieren über Schweizstrom oder über Schweiz Anbieter, das ist ja auch eine Stadtwerke dort Ja. und dann können Sie auch selber sehen, dass sie wirklich sehr super sind. Die haben auch für TÜV Nord sämtliche Testsieger geworden. Auch beim Kundenservice sind sie auch gut. Also Schweiz geteilt durch Qualität, sagt man ja bei uns. Es ist aber auch Wie halb bitte? so. Schweiz geteilt durch Schweiz Qualität. geteilt durch Qualität, sagt Und man ja. was kommt ist gleich? Bitte? Ist gleich was? Das ist doch eine Geteilt Mathe. durch Ja, das ist doch eine Qualität, habe ich Matheformel. gesagt. Schweiz geteilt durch Mathe. Also Schweiz Bruchstrich Qualität ist gleich was? Ist gleich was? Ja, was Was ist kommt das? da raus? Ja, weiß ich nicht. Deshalb, Sie fangen ja mit einer Matheformel an. Ich bin nicht so gut in Mathe. Nicht. Vielleicht müssen wir da erst Nein. ableiten. Ich glaube, die Ableitung Okay. von Schweiz waren diese drei Kantonen, ne? Die treffen sich ja an dem einen See. Okay. Naja, aber wenn Sie sagen, dass die da aufpassen auf die Umwelt und das Wasser nicht irgendwie Auf jeden wegschmeißen und Fall. ins Meer leiten, ohne Auf dass sie jeden es Fall. dürfen, weil Also das wie geht ja nicht. gesagt, Man Sie muss ja bekommen die das Meere ja ja nicht so. verschmutzen. Wenn Sie das bekommen, Sie bekommen das ja auch, wie gesagt, erstmal per E-Mail. Also heute, ich weiß nicht, ob wir das schaffen würden, aber am Montag auf jeden Fall. Wenn Okay. Sie Ihre E-Mail öffnen von Schweizstrom, dann können Sie auch erstmal die Preise stehen Ihnen vor, Ja. in Netto und Brutto aufgelistet. Dann können Sie auch erstmal die Preise vergleichen. Und dann, die haben da eine Seite, da können Sie auch über diese Firma sich recherchieren. Wenn Sie dann irgendwas Ihnen nicht passt, wenn es Ihnen nicht gefällt, dann Okay. können Sie auf diese E-Mail sofort antworten gehen und dann sagen, ich storniere es oder ich widerrufe diese Konditionen. Dann hat sich die Sache erledigt. Okay, aber wenn ich Und die E-Mail bekomme, dann dafür muss ich keinen Vertrag oder so abschließen, oder? das ist eine Auftragsbestätigung mit Widerrufsrecht. Also muss ich einen Vertrag abschließen.
Den Vertrag, den echten Vertrag bekommen Sie später. Ja, aber klar, aber der ist dann noch nicht, den muss ich dann erst unterschreiben, bevor das alles gilt, oder wie? Diese 14 Tage Fernabsatzgesetzregelung muss dieser Anbieter warten. Wenn dann nichts Negatives kommt, dann werden die ihre Anbieter anschreiben und fragen, wann man sie da kündigen darf. Und dann bekommen sie den Vertrag mit neuen Konditionen, Kundennummer und Abschlägen zugesendet. Okay. Ist das für Sie okay oder möchten Sie das nicht? Doch. Also ich glaube, wir beide wollen das, Ja, wenn. denke ich, nehmen, oder? Nee, okay. Ja, wenn du das sagst, du arbeitest ja beim Staat, du kennst dich aus, ne? Du kennst ja auch die Leute von der Anwaltschaft, wenn da irgendwas komisch ist. Ja, na klar. Nee, weil wir war meine Anbieterin, die hat hier so Äpfel verkauft. Ja, die kam aus Göttingen. Ja, das war eigentlich eine Zeitschrift. Ja, auf jeden Fall, die haben halt Leute verarscht, weil ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es gibt diese Granny Smith Äpfel, die wurden mit dem falschen Zeug gespritzt und wenn Leute die gegessen haben, haben die eine Apfelallergie davon bekommen. Und wir haben die verklagt und jetzt mussten die eine gigantische Statue von einem Apfel bilden und der ist innen ausgehöhlt und da drinnen ist jetzt ein Freizeit-, also so ein Klettergerüst für Kinder, dass die da Spaß haben können. Das haben wir Ist doch geschafft mit super. Hilfe der Ah, Staatsanwaltschaft. super. Ja. Ist doch super, dass Sie das Also hingekriegt wenn die haben. Ich bin Schweizstrom stolz. böse ist, dann gibt's Ärger. Ja. Okay, das werde ich auch Aber mitteilen. Ist dann kein müssen die Problem. in, ja, weil dann zwingen wir die dazu, dann neben den Apfel, weil muss man ja ausgewogenes Essen, das finden wir auch immer ganz wichtig, also dafür lobbyiert er auch, dann müssen die einen riesigen Käse bauen, also einen Schweizer Käse, und da können dann auch Kinder drin rumklettern. Das würde super dazu passen. Also eigentlich wäre es gut, wenn die böse sind, weil dann können wir die verklagen. Ja, wenn Sie so sehen, okay, ist kein Problem. Ja, gibt Okay, es Fälle von Stromallergie, dass Leute Stromallergie von denen bekommen, vielleicht zufällig? nein, Sie können das so machen, wenn Sie zum Beispiel, das ist ja eine Auftragsbestätigung, das wird ja aufgezeichnet zum Beispiel. Ich werde ja zum Beispiel die Preise erwähnen Ja. und wenn in den Unterlagen anderes steht, ein anderer Preis oder irgendwas anderes, was ich hier nicht gesagt habe oder zu viel gesagt habe, dann können Sie auch natürlich widerrufen oder halt klagen. Das ist auch Ihr Recht. Ja, wir kennen unser Oder zum Recht. Beispiel, die bieten ja jetzt 2 Jahre Preisgarantie und mitten im Vertrag erhöhen die auf einmal den Preis. Dann haben Sie auch Sonderkündigungsrecht und Sie kennen wahrscheinlich besser Ihre Rechte als ich und Sie können Ja. alles Mögliche machen. Ist kein Problem. Korrekt, Für mich ist ja. es egal. Ja, er So, drückt das dann alles durch, weil die Staatsanwaltschaft die Schulden ihm noch eingefallen. okay, so läuft der Strom jetzt über Marco Jersey, oder? Ja, das bin ich. Okay, und hier habe ich eine E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, ob das aktuell ist, weil Sie werden hier eine E-Mail bekommen. marco.jersey84@gmail.com. E-Mail, ich glaube, die ist @gmail.com. Ja, Ed habe ich vergessen zu sagen. Okay, Die haben auch, so. okay, also sagen Sie noch mal richtig. Also Marco. Kleingeschrieben, Punkt, dann jersey84@gmail.com. Ja. Können Sie es @gmail, buchstabieren? Nur zur Sicherheit. Weil mein Nachname wird manchmal ein bisschen verhunzt von den J. Leuten. Jersey. Ja, das stimmt. Okay, Sehr so. schön. Sie waren bei EWE oder wo waren Sie jetzt bei dem Anbieter? Ja, hatten wir doch gesagt. Ich brauche dann die Zählernummer. Ja, okay, ich gehe kurz. Ich habe jetzt im Die Internet nachge. Zählernummer. Ja, ich. Ja. Ja, aber, hä? Ich weiß, wo die ist jetzt. Die steht da dran. Ich habe nämlich mit dem Vermieter geredet. Sorry. Ich würde kurz runtergehen. Solange können Sie beide sich ja lustig beschäftigen oder keine Ahnung, worauf Sie Lust haben. Ich bin ne Worauf pa Sie Lust haben, oder was? Ja, klar, Sie sind ja. Wir haben ja schon, ne? Okay. Bis gleich. Okay. Ja. Ja, wie lange müssen Sie denn noch heute arbeiten? Bis 19 Uhr bin ich heute hier. Oh. Ja. Ja. Was Vor geht allen schon danach? Dingen. Ist ja Wochenende. Ja, wir hatten auch, also letztens hatten wir auch Samstag gearbeitet, weil wegen dieser EEG-Umlagensteuern.
Es wird ja jetzt erhöht ab 1. Januar, deswegen sind die Kunden auch sehr skeptisch in der Hinsicht. Die haben uns bombardiert mit ihrem Anrufen und dann haben wir gesagt, komm, wir arbeiten auf Samstag. Letzten Samstag habe ich auch gearbeitet, aber diesen Samstag habe ich endlich frei. Ah, das ist doch gut. Ja, wenigstens etwas. Wie geht es Ihnen denn soweit? Auch alles gut. Nur auf der Arbeit manchmal ein bisschen viel zu tun. Also was arbeiten Sie denn? Ja, ich arbeite beim Staat. Beim Staat, okay. Sie sind etwas der ruhigere als der Herr Scherzig? Ja, das liegt daran, dass ich auch noch nebenbei beschäftigt bin. Noch. Aha, nebenbei okay. Hier. Ich bin ja gerade auf der Arbeit. Ja. Ja. Und deswegen wahrscheinlich. Aha. Ja, da muss ich nebenbei noch ein bisschen was machen. Aha. Okay. Richtig. So, ja, wie viele Leute rufen Sie denn so am Tag an? Wie viele Leute wir anrufen, kommt drauf an, wie der Gespräch halt läuft. Ne? Ich habe zum Beispiel Kunden gehabt, wo ich auch 2 Stunden telefoniert habe. Die möchten sich ja auch ein bisschen unterhalten und kommt drauf an, sage ich mal so. Weil meistens, wir haben ja auch Papierkram zu erledigen, aber die rufen dann uns an, die Kunden. Deswegen dann kann ich jetzt nicht schätzen, wie viel wir anrufen oder wie viele Anrufe wir bekommen. So, ich hoffe, dass gleich der Marco zurückkommt. Haben Sie... Wie bitte? Haben Sie was zu tun jetzt dringend? Nee, so dringend auch nicht. Okay. Aber gleich ist ja wieder die Besprechung. Ach so, ja. Okay. Ja, wenn er die Zählernummer hat, dann brauche ich dann halt nur die Bandaufnahmen durchzuführen. Das dauert ja nur 1 Minute. Ja, perfekt. Und dann wollen wir das am besten so, ja, so schnell und gut wie möglich machen. Ja, okay, mache ich, kein Problem. Also bei der Bandaufnahme werde ich eben halt die Preise, was sie jährlich bezahlen. Und das ist ja dann halt 660,21 €. Und das ist halt inklusive Mehrwertsteuer und so ist. Die Zählernummer werde ich erwähnen und ihre Daten natürlich, wo sie wohnen und wer ist der Anschlussinhaber. E-Mail-Adresse ist sehr wichtig. Ja, die Daten kennen wir aber. Genau. Und die Widerrufsrecht muss ich ganz kurz erwähnen. Also insgesamt würde das 1 Minute dauern oder so. Ja, also machen wir dann die Aufnahme zusammen, ne? Soll ich das mit Ihnen machen? Nee, wir machen es ja zu dritt. Ach so, okay, ist kein Problem. Ah, perfekt. So. Ich guck mal, was der Marco so lange macht. Er schreibt immer an, ja? Okay. Oder ich rufe ihn einfach auf seinem Handy an. Hallo? Bin wieder da. Hallo? Ah, hallo. Hören Sie mich? Hi. Hi, so. Jetzt, ja, es ist die Marie, weiß, ne, aus dem 2. Stock von unten. Die wollte noch kurz, dass ich ihr helfe. Ach, schon wieder? Nein, nicht das! Wir hatten keinen Sex, das war was anderes. Okay. Sind Sie noch da? Hallo? Ja. Ich laufe hier gerade noch in meinem Büro rum, ja, weil ich suche gerade was Wichtiges noch. Ach so. Aber ich höre euch, keine Sorge. Okay, gut. Ja, ich bin wieder da. Ich habe die Nummer gefunden, ne? Das ist diese, unter dem Rad, was sich dreht. Jawohl. Was ist die? Ja, also momentan, die ändert sich ja immer. Der macht wieder Büroumräumung. Das wäre 314. Mhm. 1. Mhm. 5. Mhm. 9. Mhm. 2. 2. Okay. Ja. So, dann wiederhole ich ganz kurz die wichtigsten Eckpunkte. Sie dürfen mich gerne unterbrechen, wenn Sie Fragen haben. Es gibt für Sie keine Umstellungskosten. Bitte? Was ist jetzt, wir hatten ja mal was beim ersten Anruf von wegen Dreier gesagt. Was ist damit? Haben Sie da noch Interesse? Da komme ich gleich drauf zu, wenn ich hiermit fertig bin. Weil Ihre, sage ich mal, Freund hat ja nicht so viel Zeit, hat er mir gesagt. Ach, das deswegen ist bloß, der will bloß wieder weiter seine Serien schauen. Das ist... Ey, ich habe hier schwere Arbeiten zu verrichten. Ja, ja genau. Mindestens... Ich habe doch auch Zugriff auf deinen Netflix-Account. Ich sehe, wie viel du schaust. Okay. Ja, es kann manchmal langweilig sein. Ne? Letztens wollten wir einen Kajak-Trip so über den Pazifik machen. Und da hat er einfach gesagt, nee, er hat keine Zeit, er muss arbeiten. Und dann gucke ich am nächsten Tag, hat er alle Folgen von Archer durchgeschaut. Das sind 6 Staffeln.
6 Staffeln, oh Gott. Ja, Naja, viel zu das tun würden sie gehabt. doch auch nicht machen, oder? Nee, dafür habe ich keine Zeit, leider. Doch, neben dem Arbeiten muss man das eben auch mal Können machen, Sie doch ja. mit Untertiteln schauen, dann können Sie reden und gleichzeitig Serien schauen. Nee, wir dürfen das gar nicht. Wir dürfen noch nicht mal Handys benutzen auf unserem Arbeitsplatz, weil Datenschutz dürfen wir nicht, Ja, wegen wie machen wir Datenschutz. das dann mit dem Dreier? Sie können Sie uns Ihre Handynummer dann geben? Oder wie machen wir das? Keine Ahnung, wegen dieser Datenschutz darf ich auch ihre Nummer nicht nehmen. Keine Ahnung, wie wir das machen. Okay, dann sage ich Ihnen jetzt So. eine ausgedachte Nummer, die zufällig so lang ist wie eine Handynummer. Das ist nämlich meine Lieblingsnummer. Darf ich Ihnen meine Lieblingsnummer sagen? Okay. Okay, meine Lieblingsnummer ist die 5. Lieblingsnummer ist 5. Ja, 5. Okay, super. Nee, die echte So. Handynummer gibt's dann nachher, wenn keine Aufnahme läuft. Genau. Da habe ich auch noch nicht mal angefangen, aber Ach so. Sie werden zwar alles selber lesen, aber trotzdem muss ich das ja alles wiederholen. Also Sie erhalten die ganzen Okay. Unterlagen in Form einer Auftragsbestätigung. Sie haben dann 14 Tage Zeit, sich für oder dagegen zu entscheiden. Und der neue Stromanbieter kündigt für Sie den teuren Alttarif, wenn Sie sich dafür entschieden haben. Sie müssen also selbst nichts machen. Sie werden dann automatisch umgestellt. Und zahlungsweise lassen wir erstmal leer, weil steht ja noch fest, ob Sie Ja, das möchten das oder bezahlt nicht. dann die Stadt, oder wie? Können Sie dann später. Hä? Nein, das bezahlen Sie ja. Aber Können Sie Sie haben ja doch später gesagt, wir wieder. lassen das leer bezahlen. Wir wohnen ja in leer. Nicht leer bezahlen. Leer lassen. Ich trage dann nichts mehr ein. Genau, wir lassen das leer machen. Okay. Ja, hä, wir Können Sie wohnen doch in später leer. Ja, deshalb. Kannst du mit das dem machen, dass die Anbieter Stadt selbst das für auch uns machen. bezahlt? Das wäre voll cool. Dann müssen wir nicht mehr das Dingens von nebenan stehlen. Das Also stimmt. geht das, dass wir es einfach auf die Stadt machen? Na gut. Das machen Sie mit Ihrem Anbieter selber ab. Also da kümmere ich mich gar nicht drum. Ist nicht meine Arbeit. Okay. Das werden Sie mit Schweizstrom selber abmachen. Ja, Okay. Dann haben wir soweit lassen Sie alles. es einfach mal leer und dann schauen wir, Ja, ob genau. der sich beschwert. Okay. Dann fasse ich das kurz nochmal alles für Sie zusammen. Es wird dann Wichtig. aufgezeichnet zu Ihrer und zu meiner Sicherheit. Bitte bei der Bandaufnahme deutlich Ja sagen, damit man Sie auch versteht. Deutlich ja, okay. Und das machen wir mit Deutliches Marco Ja. Jersey, weil er ist ja Anschlussinhaber. Ja, aber er muss auch mit drauf. Nicht, dass er dann nachher sagt, ich hätte das. Weil in unserem Mietvertrag steht, dass wir alle Entscheidungen zusammen machen müssen. Das heißt, wenn ich jetzt nur Nein, der. nein. Ich werde ja fragen, zum Beispiel, sind Sie Anschlussinhaber, dann müssen Sie ja antworten, das meine ich. Ja. Ach so. Okay, darf ich Okay. damit anfangen? Ja. Deutliches Ja. Okay, super. Das Band läuft jetzt, ich fasse jetzt ganz kurz die wichtigsten Eckpunkte zusammen, zeichne das Gespräch ab jetzt auf, damit Sie nur das erhalten, was wir zusammen besprochen haben. Sind Sie einverstanden? Sagen Sie bitte ja. Deutliches Ja. Also, Herr Jersey, mein Name ist Mira Schmidt. Sie sind selber der Anschlussinhaber? Nein. Ich bin der Anschlussinhaber, also Marco. Wer hat denn Nein gesagt? Der Leonardo natürlich, weil er ist ja nicht Anschlussinhaber. So kann ich ja keine Aufnahme machen, wenn Ja, irgendeiner Nein sagt und der andere Ja sagt. ja, aber ich bin doch nicht Wir der dürfen Anschlussinhaber. ja nicht lügen. Oder? Weil sie machen die Aufnahme mit uns Ich lüge ja zusammen. auch nicht. Und der Ich habe ja Marco, nicht gelogen. ja, der Ma nee, nicht Sie, wir dürfen nicht lügen. Sie der dürfen lügen. Nein. Nein. Wir Der bloß Marco ist ja nicht. der Inhaber, ich ja Ja, nicht. Wenn wir die genau. Aufnahme ja gemeinsam machen, dann bin ich ja nicht der Inhaber, er aber. Genau, Das da heißt, er muss er muss ja dann Nein Ja sagen sagen. und ich ja. Sie machen mir das Leben schwer. Gern Nee, geschehen. ich meine, also ich weiß ja nicht, ist das nicht logisch? Macht doch eigentlich mehr Sinn, oder? Ich weiß nicht, wie wir das durchführen jetzt. Wenn ich jetzt alles, wenn ich die Fragen stelle, wenn eine Ja sagt und eine Nein, dann kann ich das ja gar nicht machen, weil wir brechen das lieber ab. Und Nee, dann sage ich dann nicht nein. Wir können ja auch dann einfach können so wir sagen, direkt. dass Sie die Frage direkt an eine Person stellen. Also, Sie Richtig. können ja immer davor sagen, diese Frage geht jetzt an den Marco. Oder Sie sind halt, der Anschlussinhaber. Dann ist ja klar, ja, dass es nur richtig. ich bin und Ja, nicht, dass wir beide Anschlussinhaber sind. ich rede ja Anschlussinhaber an. Ja, aber das ist eine implizite Beziehung. Für die Aufnahme muss die dann schon verifiziert werden. Verstehen Sie? Okay, dann versuche ich nochmal. Ja. Müssen Sie einfach bloß vor der Frage sagen, diese Frage geht jetzt an den Marco. Das Band läuft jetzt. Ich fasse jetzt die wichtigsten Eckpunkte zusammen, zeichne das Gespräch ab jetzt auf, damit Sie nur das erhalten, was wir zusammen besprochen haben. Sind Sie einverstanden? Dann sagen Sie bitte ja. Ja.
Also Herr Jersey, mein Name ist Mira Schmidt. Sie sind selber der Anschlussinhaber? Ich, Marco, bin der Anschlussinhaber, ja. Sie sind der Herr Marco Jersey und Anschlussinhaber. Sie sind geboren am 5.11.1984. Sie wohnen in der Große Stein 13, Postleitzahl 26789 Leer. Telefonnummer lautet 0491202. Ich will nicht, dass mein Telefonnummer in dem Anruf ist. Nicht, dass die Leute, die das hören, dann auch meine Nummer anrufen. Sie möchten nicht, dass ich die Telefonnummer durchgebe an Schweizstrom? Nee, nicht in die Aufnahme. Also sonst nicht könnten in die das Aufnahme Leute ja sagen. In der Aufnahme hören und mich anrufen. Das muss man rausschneiden. Okay, also dann dürfen wir Ihre E-Mail-Adresse auch nicht erwähnen. Doch. Spam ist, ich habe ja einen Spam-Ordner, aber mit Telefon habe ich keinen Spam-Anschluss, verstehen Sie? Nein, aber diese Telefonnummer wird ja an Schweizstrom weitergeleitet, deswegen muss ich das hier sagen. Ja, aber wer kann sich das dann alles anhören? Ich meine, es ist ja, es geht ja, die Daten werden wahrscheinlich übers Internet gepackt. Das könnte sich ja jeder im Internet dann durchhören, oder? Warum im Internet? Ja, wie übertragen Sie das denn? Wir machen das ja, diese Aufzeichnung für Schweizstrom. Ja, und wie schicken Sie das an genau, Schweizstrom? Übers an Internet? An Schweizstrom, genau. Übers nein, Internet? Nein, nein. Per Brieftaube oder per Post oder wie macht. Es geht doch übers Internet. Ach so, den Voice-File meinen Sie, ja? Ja, also, dann kann sich und das ja jeder im Internet anhören. Okay. Das will ich ja nicht. Dann könnten die das. Deshalb muss man das rausschneiden. Dann machen wir das am besten so, Herr Jersey. Notieren Sie mal die E-Mail-Adresse von Schweizstrom. Ja, ich habe was zum Schreiben hier. Ja, und dann können Sie ja online reingehen. Dann machen Sie das online am besten. Okay, aber es ist ja auch wieder über Internet. Okay, dann schaue ich mal, was ich da was anderes machen kann für Sie. Okay. Mal schauen, Schweizstrom, wie wir das machen können. Ich gebe Ihnen dann die Rufnummer, dann können Sie direkt da anrufen. So, Lennart, willst du noch Wackelpudding? Ja, den grünen bitte. Okay. Mit Stückchen. Ja. Gut. Oh, mein Chef gibt mir gerade Ärger. Echt, warum? Ich habe eine bessere Idee. Wie wir das Sie machen das also nicht online, okay? Nee, wir können ja einfach, Sie könnten doch die Aufnahme verschlüsseln, bevor die Sie an Schweizstrom schicken, oder? Geht das? So HPPTS? Das muss ich mal meinen, also ich mach das ja nicht, da muss ich mal meinen, möchten Sie die Rufnummer haben, dann können Sie persönlich anrufen. Ihren Chef? Nein, Schweizstrom. Wenn Sie nicht Vertrauen haben, dann... Macht es mir auch nicht Spaß, wissen Sie? Mira, dir vertraue ich ja, aber nicht dem Internet. Das Internet ist böse. Ich weiß, Internet ist immer böse. Ja, haben Sie mal okay. Gegoogelt? Two Grills, One Anzünder Cup. Das ist, okay. da wird das Steak ganz braun und schwarz durchgekohlt. Das ist echt nicht schön. Okay, dann gehe ich mal ganz kurz zum Chef und frage mal, wie das abläuft. Oder wie wir das machen können. Ja, ja Moment. Okay. Hallo? Hallo. Hi. Hi. Also ich habe mit Steff gesprochen, der meinte so, die können direkt selber anrufen bei Schweizstrom. Ich ja. bedanke mich ganz herzlich, ja? Ja, okay. Wir sind ja noch nicht fertig, ne? Bitte? Sind ja noch nicht fertig, ne? Mit was? Mit dem Gespräch. Mit dem Gespräch? Unsere Gespräch? Ja. Okay. Ich muss weiter. Herr Jersey. Ja, aber Sie haben doch gesagt, nach der Aufnahme reden wir über was anderes. Was sind Sie noch? Ja, aber nicht hier. Achso. Ja, können Sie mir zufällig Ihre Lieblingsnummer, die zufällig so lang ist, wie eine Handynummer nennen? Meine Handynummer? Also nein, ich habe hier Ihre E-Mail-Adresse. Nicht Ihre Handynummer. Eine Nummer, die zufällig so lang ist, wie eine Handynummer, die Ihre Lieblingsnummer ist. Ihre Handynummer dürfen Sie mir ja nicht nennen. Nein. Das hat man aber auch gehört jetzt, wo Sie gesagt haben, zufällig. Ja, zufällig. Okay. Das ist doch, also meine Lieblingsnummer ist halt zufällig meine Handynummer, aber ich kann Leuten meine Lieblingsnummer sagen, ohne Datenschutz zu verletzen. Verstehen Sie? Das ist schlau. Mhm. Ja, was ist denn Ihre Lieblingsnummer? Herr Jersey, Sie machen mich wahnsinnig. Ja, bitte, gern geschehen. So, ganz wahnsinnig. Okay. Guck mal, in dem Alter noch von sowas wahnsinnig werden. Manche brauchen davon schon medikamentöse Unterstützung. Wieso Unterstützung? Wofür soll ich denn Unterstützung bereiten? Oh. Na, um wahnsinnig zu werden. Ich meine, Männer brauchen in dem Alter schon meistens Viagra dafür. Nein, das ist ja so. Die dürfen ja nicht über alle sprechen, sage ich mal.
Okay. Ja, wir können ja Code-System verwenden. Also Code, nicht Code. Code verwenden, okay. Ja. Dann sage ich mal so, E-Mail-Adresse. Ja, haben Sie? Ja. Was ist Ihre? Okay. Was Das ist... werden Sie schon sehen, wenn Sie die Nachricht sehen. Ja, aber woher weiß ich denn, dass Sie überhaupt eine Nachricht schreiben? Mein Name wird hier draufstehen. Okay, gut. Ja, weil dann warte ich mit dem Anruf an den Schweizer Strom, bis ich eine E-Mail von Ihnen habe. Okay. Okay. Okay, super, kein Problem. Okay, Ich super. bedanke mich dann, wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ja, tschüss. Ihnen Tschüss. auch. Ja, tschüss. Tschüss. Zum Kanal von Felix kommt ihr entweder, indem ihr auf das Bild im Video klickt oder über den ersten Link in der Beschreibung.